Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer xGamer032x. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier oben am Rand bei Minecraft, es ist endlich die Beta-Version 1.2 rausgekommen. Ich wollte euch in diesem Video heute kurz mal zeigen, was so etwas mehr neu dazugekommen ist. Ihr seht, hier sind schon neue Bäume, das sollen Tannenbäume darstellen, also Tannen. Es gibt auch noch andere. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was es so etwas Neues gibt. Ich habe jetzt nicht alles, aber etwas. So, hier, das ist nur mein Lager, habe ich in den letzten 2 Minuten gefunden. So, hier seht ihr schon mal die verschiedenen, ja, Baumarten. Ich werde die jetzt hier kurz alle hinstellen und euch das zeigen. Also, wir haben diesen Baum hier, der ist von der Tanne. Dann haben wir den normalen und von der Birke. So, und ihr seht, das sind 3 verschiedene Sorten. Das hier ist die Birke, der normale Baum und das hier ist die Tanne. Hallo Schwein und tschüss Schwein. Gut. So, warum ich dieses Schaf hier so eingefangen habe, werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, aber ich sage es euch. Dieses Schaf, von dem Schaf habe ich diese schwarze Wolle oder graue Wolle, wie auch immer. Und ihr seht, es wurde ein Bug gefixt und zwar, da jetzt sehen die Schafe auch wirklich geschoren aus. Oder geschoren, wie auch immer man das ausspricht. Dann seht ihr, wir haben hier einmal eine graue Sorte von Wolle. Und ja, wie gesagt, die graue Wolle hatte dieses Schaf. Das wollte ich euch nur mal zeigen, damit ihr seht, der Bug wurde gefixt. Und die Blumen, nächstes Thema. Wir können jetzt Wolle färben. Um die Wolle zu färben, braucht ihr Blumen oder sonstige andere Materialien. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe das extra vorbereitet, weil die roten Blumen sind schwer zu finden. Zumindest nicht zu leicht, nicht so leicht wie die gelben. Und wir pflücken die jetzt mal. So, und die andere Seite auch noch. Ach, die lassen wir erstmal stehen. Gut, dann kann ich euch schon mal zeigen. Aus den roten Blumen könnt ihr, ja, Farbstoffe so gesagt herstellen, die ich mir auch gerade mal mache. Dann könnt ihr die gelben Blumen auch benutzen. So. Und aus den gelben Blumen könnt ihr ja auch gelben Farbstoff herstellen. So, jetzt habt ihr Rot und Gelb. Nehmen wir hiervon die Hälfte, davon die Hälfte und dann können wir das mixen. So, jetzt haben wir Orange. Gut. Als nächstes könnt ihr euch eine Wolle da reinpacken und einen davon. Dann habt ihr gelbe Wolle. Das macht ihr hiermit auch. Dasselbe. Dann habt ihr orangene Wolle. Dasselbe hiermit. Das ist natürlich Logo, rote Wolle. Gut, das ist etwas unordentlich. So. Dann seht ihr, wenn ich das jetzt mal hinstelle oder hinlege. Normal, gelb, orange, rot. So, es gibt insgesamt 16 Farben. Jo, hier ist nochmal ein Schaf. Dann kann ich euch das nochmal zeigen. Ihr schlägt, dann fällt das ab und das Schaf ist geschoren oder geschworen oder was auch immer. Ich habe gedacht, das Schaf habe ich aus Versehen hier drinne geschlagen und dann sind ja die Wolle abgefallen. Das soll da eigentlich nicht passieren. Ich wollte euch das zeigen, dass das Schaf schwarz war. So, dann machen wir hier uns noch 2 von. Hier von uns noch 2. Hier von uns noch 2. Und dann packen wir das hier auch noch mit drauf. Gut. Ja, ihr seht, es gibt schon etwas Neues in dem Spiel. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nein. Gut, ich habe das jetzt. Da seht ihr ein graues Schaf. Ein graues Schaf.
Was ich aber allerdings irgendwie lustig finde, ist, wenn ihr das schlägt, seht ihr, es ist weiß. Unten. Am Bauch und so. Das ist natürlich ein kleiner Bug. Oder halt nicht berücksichtigt worden bei der Herstellung. Oder bei dem neuen Update wurde das wahrscheinlich nicht alles so gründlich kontrolliert. Ich weiß es nicht. Joa, was wollte ich noch mit euch machen? Das war's eigentlich. Ich habe euch etwas gezeigt. Ich wollte auch Tintenfische oder was auch immer das sind. Die sind im Wasser. Die verlieren blaue Tinte. Dadurch könnt ihr euch dann blaue Wolle herstellen. Habe ich nicht gefunden, muss ich ehrlich sein. Ich habe echt übelst gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück und ich finde so ein Ding noch. Das glaube ich aber eher weniger. Ich habe echt übelst gesucht. Habe dann aber doch leider nichts gefunden. Ich hätte es euch echt gern gezeigt, muss ich sagen. Es gibt sonst noch, was ihr euch herstellen könnt. Eine Torte könnt ihr euch herstellen. Aus den, wie heißt das? Da hinten. Aus diesen, oh Mann, heißt das? Bambus. Könnt ihr euch so ein Zuckerrohr oder so herstellen. Und, jo, hier haben wir Eis. Das lackt jetzt etwas. Das geht echt schwer kaputt, wenn man auch unter Wasser ist. Aber mit der Diamantspitzhacke, die ist echt übel schnell. Ich zeige euch das da hinten nochmal. Ah, hier lackt das etwas. Schlecht. Gut, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr lacken. So. So, aus diesen Teilen, das zeige ich euch jetzt einfach mal hier im Inventar, könnt ihr euch Zucker herstellen, oder was das war. Aber färben könnt ihr damit nicht. Ich kann das euch auch nochmal zeigen, dass man mit dem Zucker nicht färben kann, das ist für die Torte. Wie man die Torte allerdings baut, das weiß ich noch nicht so. Seht, könnt ihr nicht färben. Da hinten seht ihr schon mal die Birke. Und joa. Gut. Es folgen noch weitere Tutorials von Minecraft. Zum Beispiel, wie ihr euch einen Minecart-Booster baut. Da gibt es zwei Varianten, bei denen ich auch beide erklären werde. Und wenn es nicht in einen Teil passt, machen wir zwei Parts draus. Auch kein Problem. Ich werde auch auch etwas öfter, auch wenn sie das etwas lustig anhört, mit zum Beispiel, was will ein 40er Junge mit solchen Videos und warum lädt er sie hoch? Gut, ich sage es einfach mal, ich lade irgendwann später noch ein paar SpongeBob-Folgen hoch, weil ich selber mag SpongeBob einfach. SpongeBob ist cool. Ich finde die Folgen immer ganz lustig manchmal. Und deswegen werde ich davon auch manchmal ein paar Folgen hochladen. Letztens habe ich den Film von SpongeBob hochgeladen. In 8 Parts. Oder 8 Parts. Ja, wie auch immer. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Einfach auf meinen Kanal gehen. Auf YouTube. Und da müssten einfach die nächsten letzten Videos das gewesen sein. Und schaut euch den einfach mal an. Bewertet jedes Video, was ich mache. Ich würde mich freuen mit Daumen hoch. Ich würde mir gerne ein paar Abos, also Abonnenten dazu gewinnen und dazu arbeiten. Deswegen bitte ich euch, abonniert mich. Ich glaube, jeder YouTuber will, dass man einen abonniert. Ich sag's nochmal, wer mich abonniert, ich abonniere zurück, warum auch nicht. So könnt halt ihr auch noch ein paar Abos dazu verdienen. Einfach mich abonnieren und dann werde ich euch auch abonnieren. Ohne Wenn und Aber. Ich finde es natürlich jetzt etwas schade hier, dass wir echt keine Tintenfische finden. Weil die sind echt sehr selten. Es gibt außerdem noch sowas wie, ihr kennt ja Minecraft Eisenblöcke.
Und die gibt es jetzt auch in Blau. Das ist dann irgendwelche Farbe oder so, womit ihr auch nochmal eure Wolle blau färben könnt. Ich glaube, hell, nee, Quatsch, dunkelblau. Bin mir aber nicht sicher. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt eben von meinem Platz weggegangen bin, weil ihr habt, glaube ich, gesehen, da waren 6 Diamanten drin und irgendwas mit 50 Eisen. Die habe ich auch wirklich innerhalb von 5 Minuten alles entdeckt. Das war einfach so ein Cave, da konnte man einfach von oben reingehen. Der war offen und dann hat man da gleich schon das alles gefunden. Gut, hier wird das dunkel, aber der Schnee erhält ja noch ein bisschen die Sache hier. Hoffe ich und glaube ich. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und die Sache nochmal suchen. Da ich ja ein nächstes Tutorial machen will, wie ihr euren Kartbooster baut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mache oder nicht, aber wenn, dann werdet ihr gleich am Ende des Videos ihr einfach so eine Verlinkung sehen und dann klickt ihr einfach drauf und schon seid ihr bei dem Tutorial, wie ihr einen Kartbooster erstellt. Gut, ich denke mal, da es jetzt auch dunkel wird, ist das jetzt auch hier das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert mich, würde mich auch drüber freuen. Und joa, wir sehen uns in meinen nächsten Videos wieder. Joa, wie gesagt, abonniert mich, bewertet jede Videos von mir mit Daumen hoch. Und joa, bis zum nächsten Mal. Euer XGamer032X. Ciao.